Hey Leute, wir sind mal wieder in aller Munde. Heute ja, mit einem Granatentest. Und zwar haben wir Bombspray besorgt. Ja, Granaten zum Sprühen. Und da kommt was raus? Blue Raspberry und Strawberry, also irgendwie blaue Himbeere oder Blaubeere. Und Erdbeere ist von Kids Mania, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, und das sind ja Granaten zum Sprühen, Leute. Da bin ich mal echt gespannt. Einmal in Rot, einmal in Blau. Und wir machen das Ding direkt mal auf. Zwei Teller vorbereitet, um zu gucken, wie das Spray dann aussieht. Ja, direkt im Mund bringt das natürlich relativ wenig dann zu prüfen. Können wir ja nur den Geschmack prüfen heute. Granaten zum Trinken. Das kriege ich jetzt hier natürlich nicht auf. Selbstverständlich. Wie immer. Jetzt aber. Okay, das haben wir jetzt hier schon anscheinend entfernt. Habe ich gerade rot. Ah, hier, okay. Ne, teste ich gleich lieber. Und dann hier nochmal Blue Raspberry. Wow. Bomb Spray. Schaut euch das mal an. So muss es aussehen. Ah, das können wir hier abziehen. Ah, das ist zur Sicherung, glaube ich, da, ja. Okay, okay, okay. Jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es hoffentlich so. Und dann kann man wie eine echte Granate das Ding hier abziehen. Und dann probieren wir mal. Also, wie kommt es raus? Kommt es so raus? Ja, ihr hört es, da kommt was raus, aber man kann noch nicht wirklich sehen. Ja, es riecht sehr stark nach Erdbeere und ich probiere mal. Gleich mal Blue Raspberry. Arr, schmecken so Granaten? Ich glaube nicht. Oh, sehr sauer. Könnt ihr eigentlich gar nicht sehen. Also ist es, sieht aus wie normales Wasser, auch hier bei Blue Raspberry. Einmal die Sicherung weg und probieren mal hier. Können wir so eine Bombspray-Suppe machen. Auch da sehen wir nichts. Okay, ich dachte, es wäre vielleicht blau und rot. Das wäre doch ganz cool gewesen. Aber, oh, das riecht aber komisch. Aber es schmeckt gut. Ach, aber es riecht irgendwie komisch. Aber es schmeckt ganz gut. Bombspray von Kids Mania, glaube ich. Ja. Sehr, sehr komisch. Damit können wir natürlich Leute auch nass machen. Die kleben da nur. Bombspray, Granaten zum Sprühen. So schmecken also Granaten. Okay, sehr interessant. Wir machen hier mal die Sicherung wieder drauf. Damit unsere Granaten hier nicht platzen. Unser Bombspray. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. So, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Naja, gut. Bombspray in zwei verschiedenen Geschmacksvarianten. Erdbeere und blaue Himbeere. Hier ist noch eine Menge drin. Und, obwohl, ich habe eine Idee. Wir können das Ding ja hier mal aufmachen. Schaut euch das mal an. Das ist jetzt eine Bombspray-Suppe. Hier genauso. Keine Sorge, ich packe gleich wieder rein. So sieht es jetzt aus. Schaut euch das an. Das rechts ist eher so ein bisschen gelblich. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Aber oh, das riecht jetzt aber ganz stark hier. Und ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Deswegen beende ich das Video jetzt. Also könnt ihr wirklich viel erkennen. Bombspray. So schmecken also Granaten. Gut zu wissen. Ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr diese Süßigkeiten oder dieses Süßigkeiten-Spray hier kennt, würde mich sehr interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ciao, Leute!